Hier steht er, einer der populärsten Duisburger, in der Gasse, die auch seinen Namen trägt. Und dass die in Ruhrort liegt, ist auch kein Zufall. Denn genau hier spielte vor über 40 Jahren sein erster Tatort. Spätestens jetzt sollte jeder wissen, um wen es geht. Horst Schimanski, der Tatortkommissar der besonderen Art. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Oder man hat ihn eben zum Knutschen gern. Das erste Wort, was er sagte, war Scheiße. Das ist mal so gewesen. Nicht? War aber klasse, fand ich. Ich fand ihn gut als Schauspieler. Götz-George, ja. War gut. Ich finde ihn gar nicht schlecht. Und finde das schön, dass in Duisburg sowas gemacht wird. Duisburg kann das gebrauchen. Erstmal finde ich gut, dass er überhaupt hier steht, in der Horst-Schimanski-Gasse. Soviel ich weiß, hat die Stadt auch lange damit gehadert, überhaupt diese Gasse so zu nennen. Ich finde es richtig und ich finde, ja gut, ist vielleicht ein bisschen klein geworden, aber ich denke, er hat was zu suchen. Naja, gut. Man kann geteilter Meinung sein. Ich denke mal, die untere Partie ist zu erkennen, Augenpartie, naja. Wie ähnlich die Chemiebüste dem von Götz-George gespielten Kommissar sieht, das liegt wohl im Auge des Betrachters. Für den Künstler Gernot Schwarz ist die Skulptur aber mehr als gelungen. Sonst hätte er die Tonfigur wohl auch kaum in Bronze gießen lassen. Die Kritik lässt ihn daher nur schmunzeln. Liebe Leute, damit müsst ihr leben. So sieht er nun mal aus. Ich kann jetzt nicht einen neuen Auftrag geben, nicht nur, weil ihr das so wollt. Wenn etwas Neues aufgestellt wird, dann gibt es erstmal einen riesen Aufschrei. Was ist das denn für ein Mist? Und so weiter. Also, das lässt mich kalt. Es soll auch Stimmen geben, die behaupten, die Stadt hätte hier Geld zum Fenster rausgeschmissen. Denen kann der Schimanski-Fan aber nur entgegnen, dass sie da scheinbar eine ganz falsche Spur verfolgen. Das habe ich privat finanziert. Und andere haben das dann noch mitgefördert. Da sind keine öffentlichen Gelder geflossen. Da sind meine Gelder geflossen, ja. So, Schluss. Schluss der Diskussion. Ein starrer Blick. Die Mundwinkel und sein Schnauzbart sind nach unten gezogen. Fluppe im Mund. Horst Schimanski ist ein waschechter Ruhrpottler, an den man sich in Duisburg gerne erinnert.